Halt's Maul! Männer, zu lange lebten wir, die Allianz von Hikoxia, in Angst vor der Allianz von Small, des Königreiches. Zu lange schon belagern sie unser Königreich. Und ich sage, heute bringen wir den Kampf zu ihnen. Und der Fluss wird sich rot färben mit ihrem Blut. Und mit Gott als meinen Zeugen werden wir die Größten im Kampf der Könige sein. Wir kämpfen zusammen. Ganz kurz, warum tragen wir solche lächerlichen Outfits? Weil dies die Farben unseres Königreiches sind. Richtig, aber dieses helle Rot schreit doch förmlich nach: Hey, schieß mir deinen brennenden Pfeil direkt in die Brust, wisst ihr? Fein, ich verspreche, nächstes Mal haben wir gedämpftere Farben, okay? Aber kann der Ansturm jetzt bitte beginnen? Wieso? Was? Ist jetzt nicht die Welt, wirklich, aber wieso die Trompete? Um uns im Kampf anzukündigen. Ist das denn auch die beste Strategie? Ja. Ich meine, es zieht eine Menge Aufmerksamkeit auf mich. Und ich vertraue diesem kleinen Instrument nicht so recht als Waffe. Okay, weißt du, bleib einfach hinten. Okay, Leute, wir müssen jetzt wirklich los. Sorry, ich bin etwas hungrig. Können wir vielleicht eine kleine Pause machen und dann Happen zu uns nehmen? Richtig, man sollte nicht auf leeren Magen kämpfen. Ah, das ist wahr. Plünder doch einfach etwas essen, wenn wir in das Schloss kommen. Aber das ist stehlen. Plünderei ist fair in einem Krieg. Okay, Hände hoch. Wer ist gegen das Plündern? Okay, fein. Wenn wir in das Schloss kommen, tut's nicht. So einfach. Okay, was? Sorry, aber what is, wenn sie smarter sind, als wir in unser Schloss bereits jetzt angreifen? Sind sie nicht. Very denkbar. Nein. Es gäbe die Möglichkeit, dass es passieren könnte. Okay, ja, ich gebe zu, es gibt die Möglichkeit, dass dies passieren könnte. Dann sollte die Hälfte von uns nach Hause. Nö. Nein. Wieso bekommt niemand von uns Pferde? Dazu reicht unser Budget dieses Jahr leider nicht aus. Aber wir sind Ritter. Wir sollten Pferde haben. Ja, aber es geht weniger um die Kosten des Pferdes, du Trottel. Es ist das Futter und das Wasser und die Pferdetrainer und die Pferderüstungsschau. Da kommt einiges zu... Ich fange jetzt nicht an, mit euch über die Wirtschaft zu sprechen, wenn wir wirklich langsam los müssen. Also, sobald die erste Welle der Infanterie dezimiert worden ist, werde ich die nächste... Ich glaube nicht, dass ich in der ersten Welle sein möchte. Also dem stimme ich zu. Richtig, ihr garantiert eigentlich unseren Tod. Ihr bleibt alle unbeschadet. Doch woher wisst ihr dies? Weil wir Gott auf unserer Seite haben. Aber der Feind betet denselben Gott an, den wir anbeten. Und sie sagten, Gott wäre auf ihrer Seite. Oh, das scheint nicht fair zu sein. Habt ihr versucht, Gott zu bestechen, sodass er mehr auf unserer Seite ist? Bestechen wir Gott! Okay, Leute, ich werde Gott bestechen. Leute, wir müssen jetzt wirklich los. Sir, wie lautet euer Vorname? Wozu ist er relevant? Nun, alle von uns hier hatten nie eine persönliche Beziehung zu euch und wisst ihr, wir denken, ihr seid ein sehr netter Mensch und falls ihr dort draußen sterben würdet... Ich werde nicht sterben, ich bin der König. Wie seid ihr so sicher, dass ihr nicht sterbt? Weil ihr alle für mich sterben würdet, richtig? Darauf habe ich keine Lust. Nun, ich würde sicherlich sterben für jemanden wie Tom. Hey. Ich kenne sogar seinen Namen. Hi, Tom. Hey, ja, er war bei mir zu Hause und er hat meine Frau kennengelernt. Ja, richtig, ich fühle mich sofort verbunden mit Tom und würde mein Leben für ihn an der Front geben. Vielen Dank. Nun, wenn es euch so viel bedeutet, mein Name ist Peter. Mein Name ist Tom. Toll. Können wir jetzt weitermachen, Leute? Okay, was ist das? Hör auf damit. Was ist los? Können wir eine kurze Toilettenpause machen? Ich habe ausdrücklich darum gebeten, dass jeder nochmal pinkeln geht, bevor wir das Schloss verlassen. Dort musste ich aber noch nicht und jetzt muss ich. Leute, wir müssen uns hier konzentrieren. Die Leute, die wir angreifen wollen, sind brutale Wilde. Wilde? Ich weiß ja nicht. Mein Onkel Jerry lebt dort draußen und er ist ziemlich okay. Ich meine, ohne Witz. Ich habe da eine ganze Weile gelebt und ich muss sagen, es war angenehm. Gute Bananenbrote machen dich. Ja. Ihr habt uns Landstriche versprochen, richtig? Ja. Wie teilt ihr die Landstriche auf?
Was? Okay, sagen wir, ich töte mehr als Percival hier drüben. Ich bin Tana. Sagen wir, ich töte mehr als Tana. Bekomme ich dann mehr Landstriche? Nein, ihr alle bekommt dieselbe Größe an Landstrichen. Nun, das stärkt nicht wirklich die Produktivität in euren einzelnen Arbeitskräften. Ihr solltet den gesamten Plan nochmal... Halt's Maul! Okay. Ich will ein Pferd! Nein, halt's Maul! Alle halten jetzt ihr... Maul! Aber es ist noch immer unklar, wann wir genau unsere Pfeile runterregnen lassen sollen, sodass es unerwartet kommt. Das haben wir in der Einweisung besprochen! Ja, nochmal. Ist es jetzt Feuer auf 3 oder ist es wie 1, 2, 3 Feuer? Es gibt keine 3 beim Zählen! Ihr schießt eure Pfeile, wenn der Trompeter sein mächtiges Horn geblasen hat! Ich will nicht der Trompeter sein. Oh mein Gott. Der Mann neben mir hat kein Schwert! Lass mich! Warum in Gottes Namen hast du kein Schwert? Ich fighte mit den Fäusten! Fein, schlag sie einfach, bis sie tot sind. Interessiert mich nicht mehr, Leute! Bitte, ich verspreche euch, wenn wir jetzt in den Kampf ziehen, werde ich mich um all eure Angelegenheiten kümmern, okay? Okay. Oh, danke Gott. Wir kämpfen zusammen! Verdammt! Sie haben wohl Gott bestochen. Ja. Wer will Bananenbrot? Ich will. In Ordnung. Gehen wir los. Hey Leute, Dragondub hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt... It's a small thing, really, but... Why do I have a trumpet? Dann klickt auf das linke Feld, klickt auf das rechte Feld und ihr gelangt zu weiteren Playlists und somit auch anderen Videos von mir. Wenn ihr wissen wollt, wer wen gesprochen hat, dann schaut in der Mitte in die Castliste. Was? Ihr habt noch nicht abonniert? Dann klickt einfach hier drauf! Los!